Moin moin meine lieben Serienfreunde, nach meinen Top 10 Netflix Originals, Amazon Originals und HBO Originals gibt es heute hier in diesem Video meine Top 10 Apple Originals. Und damit lasst uns loslegen. Ja, meine lieben Serienfreunde, für alle die, die Serienflash schon länger verfolgen, ist es glaube ich kein Geheimnis, dass ich ein großer Fan der Apple Original Serien bin. Ich finde einfach, dass die Serien, die Apple rausbringt, immer so ein gewisses Qualitätsmerkmal haben, welches ich bei vielen anderen Serienproduktionen von anderen Anbietern vermisse. Und deshalb ist es mir auch wirklich schwer gefallen, diese Top 10 Liste hier zu erstellen. Denn im Grunde gibt es wirklich nur wenige Ausnahmen bei Apple, die ich nicht gut finde. Aber deshalb kommt jetzt auch hier meine persönliche Top 10 und nicht die von jemand anderem und auch keine Top 10 Liste nach Klicks oder so. Ist alles nur Geschmackssache. Und deshalb ist bei mir auf Platz 10 eine der wohl am günstigst produziertesten Serien von Apple, nämlich Acapulco. Acapulco nimmt uns mit in die 80er Jahre und zwar in ein mexikanisches Resort, wo ein junger Mexikaner seinen großen Traum leben darf. Er bekommt dort einen Job, muss aber schnell merken, dass seine großen Vorstellungen, wie der Job da so aussieht, dann sich als etwas ganz anderes entpuppen. Acapulco ist eine charmante Rom-Com, muss man eigentlich sagen, mit einem wunderschönen 80er Jahre Flair, die uns aber mit einem Kniff präsentiert wird. Denn alles, was uns in den 80er Jahren gezeigt wird, wird uns von dem gegenwärtigen Hauptdarsteller erzählt. Also aus der Gegenwart erzählt er uns von seiner Vergangenheit. Und irgendwas scheint da schiefgelaufen zu sein, weshalb er nun als einsamer, reicher Mann seinem Neffen erzählt, was damals passiert ist. Für mich ist Acapulco einfach wirklich nur charmant und gefällt mir ähnlich wie Red Oaks von Amazon. Auf Platz Nummer 9 landet bei mir Mythic Quest. Ich würde sagen, die gehört sogar eigentlich zu einer der schlechteren Apple Original Serien, weil man im Verlauf der Serie doch so ein bisschen, Mängel bemerkt, dass das Konzept vielleicht nicht für langfristig gedacht ist. Und doch mag ich diese Serie einfach. Mythic Quest handelt von einer Online-Gaming-Firma, die halt ein sehr populäres Online-Game betreiben bzw. immer wieder weiterentwickeln. Und wir bekommen die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen jener Firma gezeigt, die alle ziemlich chaotisch sind. Das Schöne an dieser Serie ist allerdings, dass man sich hier immer wieder selbst aufs Korn nimmt und auch aktuelle Gegebenheiten, wie zum Beispiel die Pandemie, kurzerhand in die Serie mit einbaut und das wirklich auf einem komödiantischen Weg, der einfach Spaß macht. Die Serie ist simpel und trotzdem mit sehr, sehr viel gutem Humor bestickt. Deshalb ist sie bei mir auf Platz Nummer 9. Auf Platz Nummer 8 ist bei mir eine recht neue Apple Original Serie, nämlich The Essex Serpent mit Tom Hiddleston und Claire Danes in den Hauptrollen, aber auch noch ein paar anderen. Essex Serpent handelt von den 1890ern. Im Mittelpunkt erzählt man uns die Geschichte einer Witwe, einer Naturwissenschaftlerin, die in einen Küstenort reist, um dort einer Sage nachgeht, einem gewissen Lindwurm. Die Serie erinnert mich teilweise so ein wenig an Poldark und wer solche Serien mag, also solche Kostümdramen, der wird auch wohl mit The Essex Serpent etwas anfangen können. Ursprünglich wollte ich diese Serie eigentlich gar nicht in diese Liste packen, habe dann aber im Verlauf der Staffel gemerkt, oh, sie gefällt mir doch sehr. Und dann war ich im Konflikt, denn ursprünglich wollte ich Truth Be Told in meine Top 10 packen. Die Serie hat mich aber nur in der ersten Staffel überzeugt, in der zweiten, das war okay, aber die erste war wirklich großartig und doch, sagen wir, ist die Serie jetzt eher auf Platz 11 und auf Platz 8 bei mir persönlich ist The Essex Serpent. Auf Platz Nummer 7 ist bei mir eine simple und dennoch sehr spannende Spionage-Thriller-Serie gelandet, nämlich Slow Horses, basiert auf einer ganzen Romanreihe und erzählt uns von einer Sondereinheit des MI5s, eine Einheit, wo all die hingeschoben werden, die irgendwo beim MI5 verkackt haben. Angeführt von Gary Oldman, der seine Chance wittert als
man könnte sagen, eine Verschwörung auf seinem Tisch landet, der er nachgehen möchte und die aber auch dazu führt, dass seine ganze Einheit ins Visier gerät. Für mich ist Slow Horses eine simple Serie, weil sie jetzt nicht mit großartigen Neuerungen daherkommt, sondern einfach spannend erzählt ist und einen sehr, sehr angespannten Look mit sich bringt. Teilweise von der Art und Weise hat mich die Serie an The Capture erinnert und ich bin da wirklich in den Bann gezogen worden. Slow Horses bei Apple. Eine Serie, die mich ebenfalls extrem in den Bann gezogen hat, ist niegelnagelneu, nämlich In With The Devil aka Blackbird. Das ist eine Miniserie über eine wahre Geschichte. Denn in With The Devil erzählt man uns die Geschichte von James Keane, einen Mann, der zur 10-jährigen Haft verurteilt wird und dort dann das Angebot bekommt, pass auf, du wechselst das Gefängnis und entlockst einem mutmaßlichen Serienkiller ein Geständnis und dann kommst du wieder frei. Diese Serie ist so unglaublich gut inszeniert, vor allem aber auch gespielt durch die zwei Hauptdarsteller, einer davon Taron Egerton, dass man gar nicht abschalten will, dass man herausfinden will, ob er es denn schafft, ob er ihm denn das Geständnis herauslocken kann oder ob er vielleicht sogar dabei stirbt. In With The Devil auf jeden Fall wieder großartig erzählt, deshalb bei mir Platz 6. Auf Platz Nummer 5 meiner Top 10 Apple Original Serien ist C. Noch in diesem Monat startet bei Apple die dritte und damit finale Staffel der Serie, die mich zu Beginn zwar bildlich enorm überzeugt hat, aber handlungsmäßig dann doch nicht so wirklich abholen konnte. Das hat sich mit der zweiten Staffel allerdings geändert, was vor allem daran lag, dass man eben mehr Sehende hatte und gefühlt auch mehr Action und Story, so dass man auch mehr verstehen konnte. Aber ich hole euch kurz ab. In C geht es um eine Zukunft, wo die Menschheit erblindet ist. Doch mittlerweile gibt es wieder Menschen, die sehen können. Und genau diese werden zur Bedrohung für die Blinden. Im Mittelpunkt geht es hier vor allem auch um Jason Momoa, der seine, man könnte sagen, angeheiratete Familie versucht zu beschützen. Für mich ist das ein apokalyptisches Science-Fiction-Drama, welches einfach mit gelungenen Bildern und einer großartigen Action daherkommt, was Spaß macht anzuschauen. Auch wenn ich persönlich sagen muss, dass manchmal die Story auch schon ein paar Lücken aufweist und man sich fragt, wie kann das alles überhaupt möglich sein? Nun ja. Trotzdem ist sie bei mir auf Platz 5, weil diese Serie einfach unter anderem zeigt, was Apple drauf hat. Auf Platz Nummer 4 ist bei mir das Crime-Drama Verschwiegen. Eine Miniserie unter anderem mit Chris Evans, die wiederum auf einem Buch basiert, wobei man ein, zwei Dinge natürlich auch hier wieder mal geändert hat. Wobei, nachdem ich gelesen habe, wie das Ende im Buch ist, ich das Ende in der Serie gar nicht mal so falsch finde. In Verschwiegen geht es darum, dass ein Junge des Mordes beschuldigt wird. Und auch wenn man jetzt glaubt, okay, wir müssen jetzt in der Serie herausfinden, ob er es denn war oder nicht, geht es vielmehr in der Serie darum, wie denn eigentlich seine Eltern damit umgehen. Wie weit bist du als Elternteil bereit, dein Kind zu unterstützen, hinter deinem Kind zu stehen und wie sehr vertraust du deinem Kind? Das erzählt man uns fantastisch in dieser Serie durch die beiden Eltern, wo beide irgendwie voneinander abdriften im Zusammenhalt und in der Art und Weise, wie sie zu ihrem eigenen Kind stehen. Für mich ist Verschwiegen eine gelungene Serie, wo ja, natürlich man wissen will, ob es war oder nicht, aber zum anderen einfach das dabei zusehen, wie die Eltern daran verzweifeln, noch viel, viel spannender ist. Verschwiegen nach wie vor einer der meiner Meinung nach besten Originals von Apple. Einfach nur, weil die Story gut umgesetzt wurde, gut gespielt wurde und man wirklich viele, viele Fragen immer so leicht offen lässt. Und damit sind wir auch schon beim Treppchen angelandet und zwar bei Platz Nummer 3. Den hat bei mir ein Apple Original inne, welches schon seit Beginn an bei Apple zu finden ist, nämlich The Morning Show. Die Serie unter anderem mit Jennifer Aniston, mit Reese Witherspoon, Steve Carell oder aber auch Google and Bother Raw. Diese Serie ist nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsserien sogar.
Für mich ist The Morning Show eine der besten Dramaserien der vergangenen Jahre. Warum? Weil man es geschafft hat, viele aktuelle gesellschaftliche Themen natürlich in die Story einzubauen. Im Gegensatz zu vielen anderen Serien und Filmen, wo das alles so aufgedrückt, so aufgezwungen wirkt. Aber wovon handelt The Morning Show, wenn ihr es bis heute nicht wisst? The Morning Show nimmt uns mit hinter die Kulissen einer Morning Show in den USA. Diese wird zu dem Zeitpunkt der Serie, wo sie startet, von Jennifer Aniston und Steve Carell moderiert, also in ihren fiktiven Charakteren. Und Steve Carells Charakter, dem werden sexuelle Fehlgriffe vorgeworfen, weshalb seine komplette Karriere einstürzt. Der Sender sieht die Chance darin, ja, auch Jennifer Aniston als Moderatorin loszuwerden und holt sich Reese Witherspoon aber auch einen neuen, ja, Nachrichtenchef. Das Ding ist, Jennifer Aniston möchte nicht aufgeben und möchte ebenfalls die Chance nutzen, endlich mal auf den Putz zu hauen. Währenddessen natürlich immer wieder diese Vorwürfe der sexuellen Übergriffe auch am Arbeitsplatz, ja, thematisiert werden. Aber auch eben zum Beispiel das Thema Frauen in einer, ja, weißen Männerwelt, Frauen im Fernsehgeschäft. Sobald sie zu alt sind, kommt sie weg. Aber es geht nicht nur um Frauen, es geht auch um die Seite der Männer. Hier wird nicht einfach nur sehr einseitig gezeigt, wie es aussieht. Nein, man versucht hier wirklich verschiedene Ebenen, ja, zu erzählen, zu präsentieren, wodurch man wirklich ein schönes Gesamtbild entwickelt hat. Und das in einer fiktiven Serie, wo ich nach wie vor glaube, dass das Setting einer Morningshow eines Fernsehsenders enorm passend ist. Aber ich bin grundsätzlich eh ein großer Fan von Serien und Filmen, die uns mit hinter die Kulissen nehmen. Denken wir zum Beispiel an The Newsroom von HBO. Aber The Morning Show bei mir Platz 3. Und damit bleiben uns eigentlich nur noch zwei Plätze und ja, auf Platz 2 ist bei mir die bildgewaltigste Apple Original Serie überhaupt. Foundation. Foundation ist eine Science-Fiction-Serie, die auf einer Romanreihe basiert, man aber sich einige kreative Freiheiten gegönnt hat, woraufhin natürlich einige Fans der Romanreihe sich direkt wieder beschwerten. Ich persönlich kenne nur die Serie, die erste Staffel. Und ich muss sagen, diese Serie hat mich nicht nur bildlich umgehauen, sondern auch am Ende geschichtlich. Denn Foundation ist für mich eine Serie, die ähnlich wie Game of Thrones oder Westworld zu Beginn gar nicht so richtig greifbar ist, wo man sich ein bisschen Zeit nehmen muss, um reinzukommen, um am Ende das gesamte Bild zu verstehen, um auch irgendwie in der Story mitzukommen. Für mich sind das anspruchsvolle Serien, die natürlich den einen oder anderen zum Abschalten tendieren lassen, für mich aber einen gewissen Reiz haben. Und so ist das bei Foundation auch. Ich habe es gerade schon gesagt, für mich ist Foundation die bildgewaltigste Serie, die Apple im Angebot hat. Ganz ehrlich, hier zeigt Apple, warum Apple so großartig ist, wenn es um Serien geht. Man schafft es hier einfach, geile Bilder zu zeigen, ein richtig geiles Zukunftsfeeling und aber auch eine gute Story zu erzählen, die ein bisschen verwoben ist, ein bisschen verwirrend zu Beginn und dann doch irgendwie etwas Spannendes hat. Aber worum geht's denn, wenn ich jetzt hier schon so schwärme? In Foundation geht es um eine Zukunft, wo ein Imperium herrscht und das schon über Generationen, denn der Imperator selbst, der lässt sich immer wieder klonen und dadurch regiert er eigentlich im Grunde schon seit Ewigkeiten. Doch dann taucht ein Mathematiker auf, der sagt, ich habe eine Formel entwickelt, wodurch ich in die Zukunft schauen kann. Und die Zukunft sagt, das Imperium wird untergehen. Und wir müssen jetzt etwas dafür tun, damit das Imperium, ja, danach irgendwie mit einer neuen Generation, mit einer neuen Zivilisation aus der Asche steigen kann. Das Imperium findet das natürlich jetzt nicht so gut, schiebt den Mathematiker auch so ein bisschen ab. Und wir erleben, wie letztendlich im Mittelpunkt dieser Story ja doch irgendwie eine neue Zivilisation entsteht. Und das erfahren wir über mehrere Jahrzehnte. Und das ist einfach gut gemacht. Ganz ehrlich, ich freue mich jetzt schon riesig auf die zweite Staffel. Foundation, Platz Nummer 2 bei mir. Und damit kommen wir zu Platz Nummer 1. Und ich bin ganz ehrlich, Foundation könnte eines Tages auf Platz 1 landen. Aber da wir bisher nur eine Staffel zu sehen bekommen haben, dachte ich mir, okay, komm. Kommt auf Platz 2 mit der Chance, demnächst auf Platz 1 zu landen. Platz 1 ist aber bei mir die wohl eventuell günstigst produzierte Serie, die Apple im Angebot hat. Obwohl Calls ist wahrscheinlich noch viel günstiger. Okay, die zweitgünstigste Serie, Ted Lasso.
Ted Lasso hat jetzt nicht allzu viel Setting. Ted Lasso hat jetzt nicht die ganz großen Neuerungen im Seriengeschäft. Man setzt hier eher auf ein simples Setting, nämlich das Setting eines kleinen Fußballvereins mit wenig Arena, eher mit ein bisschen Rasen und vor allem dem Umkleideraum. Ted Lasso ist eine Comedy-Serie mit Jason Sudeikis und der spielt hier den Trainer eines englischen Fußballclubs, wobei er eigentlich gar keine Erfahrungen im Fußball hat. Er war ursprünglich in den USA Football-Coach und das auch eigentlich auch mehr zufällig als gezielt. Und ja, die neue Besitzerin des englischen Fußballclubs holt ihn nach England, weil sie glaubt, mit ihm den Verein ihres Ex-Mannes komplett ruinieren zu können. Doch dann kommt alles anders, denn Ted Lasso ist ein Optimist. In jeder schlechten Tat sieht er etwas Positives und versucht immer, das Beste aus einem herauszuholen. Und das, genau das, macht diese Serie so großartig. Und ich glaube, in der Zeit von Corona war das die perfekte Serie. Man hat viel negativ gesehen, es gab viel Pessimismus und dann kam so eine Serie wie Ted Lasso. Nein, dann kam die Serie Ted Lasso, die versucht, das Gute aufzuzeigen. Und das macht die Serie einfach großartig. Diese Serie sprüht extrem vor Charme, vor Optimismus, vor Glück. Es macht einfach Spaß, dabei zuzusehen, wie dieser Coach sein Bestes gibt, auch wenn alles gegen ihn spricht. Und ich freue mich bereits jetzt auf die große finale Staffel. Und ich freue mich auch schon auf die Serie, die von den gleichen Machern stammt, die demnächst mit Jason Segel entsteht, wo der einen Therapeuten spielt, der nur noch die Wahrheit sagt. Aber ja, Ted Lasso ist bei mir aktuell auf Platz 1, einfach weil die Serie so gut tut. Das war's mit meiner Top 10. Schreibt mir eure Top 10 Apple Original Serie gerne unten mal in die Kommentare. Wie immer, Leute, das ist alles nur Geschmack. Ich würde sagen, im Grunde fast alle Apple Originals sind großartig. Bis zum nächsten Mal. Cheerio. Ach ja, falls ihr meine Top 10 Netflix, Amazon oder HBO Serien Videos noch nicht gesehen habt, die verlinke ich euch jetzt hier.